Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure 2 Battle hier bei Crash40Freak89. Im letzten Part sind wir mit Sonic aus der Stadt vor der GUN geflohen, weil die GUN Sonic für einen Verbrecher gehalten hat, für das er eigentlich nichts kann, weil eigentlich ist dafür der schwarze Igel, den er dann noch zum Abschluss begegnet ist, bevor er noch einmal von der GUN geschnappt worden ist, begegnet ist. Tja, und nun machen wir weiter mit Knuckles, weil Eggman wollte noch während eines Streits zwischen einer Fledermausdame und ihm um den Master Emerald, wollte Eggman ihm noch den Master Emerald stehlen, aber Knuckles hat den Master Emerald wieder zerbrochen und nun muss er sich wieder auf die Suche nach dem Master Emerald bestücken begeben und da sind wir auch wieder unterwegs. Und jetzt weiß ich auch, wie ich die Kamera drehen kann. Einfach mit L und R. Schultertaste der Großen. Und da geht ganz schön krasser Song ab. Wir können natürlich wieder mit Knuckles ähnlich steuern, wie schon in Sonic Adventure 1. Nur diesmal setzt er am Abschluss einen Uppercut ein. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir die Master Emerald beim Windsprungbrett finden. Wir einen der Master Emerald Stücke. Können wir uns natürlich wieder auf den Radar verlassen, so wie im ersten Teil. Hier können wir zum Beispiel auch diesen Felsen hier verschieben. Vielleicht wird das auch nicht benötigt. Naja, das scheint wohl nicht so nützlich zu sein. Mit, wenn wir den Aktionsknopf in der Luft drücken, können wir so nach unten düsen. Und wir können natürlich, wenn wir A-Knopf in der Luft halten, können wir uns natürlich wieder schweben. Wenn wir auf die Wand zuschweben, natürlich auch wieder hier an der Wand entlang klettern. So wie wir es noch, so wie wir es eigentlich von Knuckles kennen. Ja, das weiß ich schon, dass wir. Ja, halt's Maul, ich weiß es schon, wie wir das regeln sollen. Aber hört euch mal die Musik an, die geht ja ganz schön ab. Also dieses Mal haben sie so richtige DJ-Beats bei den Knuckles-Levels eingefügt. Und vor allem auch der Themensong Unknown For Me von Marlon Saunders wurde auch mit Hanet P geremaked. Featuring Hanet P in einen DJ-Beat geremaked, würde ich sagen. So, hier können wir uns natürlich umgucken, ob er auch in einer Schatztruhe ist, aber natürlich ist dem nicht so. Wo ist der Master Emerald? Rollende Felsen, da soll er sich auch befinden. Hier wird es natürlich noch etwas nerviger, weil man nämlich auch zusätzlich noch mit Knuckles, weil man hier noch zusätzlich Upgrades finden kann, womit die Suche erstens nach dem Master Emerald erleichtert werden soll. Und ja, ein Upgrade muss ich dann in einem bestimmten Level auch finden können, welcher aber ziemlich schwer zu meistern ist. Weil das wird für den finalen Level prädestiniert sein, dieses eine Upgrade. Extra labern. So, jetzt schauen wir mal. Hier irgendwo, aha, da scheint er zu sein. Ganz in der Nähe. Von wo der Wind weht. Na, hier irgendwo, da. Da, beim Gegner. Gut, das ist schon mal der erste. Jetzt können wir nach dem nächsten Ausschau halten. Ah ja, die Tierchen gibt es hier natürlich auch. Habt ihr auch gesehen, gibt es natürlich auch wieder welche noch zusätzlich. Ja, die kann man auch hier aus den Röhren hier rauslocken, wenn wir pfeifen. Und die stärken natürlich auch die Chaos im Chaos-Garten ihre individuellen Werte, je nachdem. Und da verändern sie sich auch ihr Aussehen nach den Tieren. Da kann man richtige Mutanten-Chaos da schaffen. Natürlich glaube ich aber, behalten sie ihr Aussehen nicht dauerhaft, sondern werden es nach einem bestimmten Zeitraum wieder verlieren. Ich weiß es nicht, ob dem so ist, weil ich habe mich nicht so wirklich mit den Chaos-Garten befasst. Ich habe einfach auch nur mal ein bisschen reingeschnuppert. So, jetzt müssen wir langsam wieder mal den Master Emerald irgendwo finden. Den Chaos-Garten werden wir noch einmal betreten, weil ich habe nämlich noch vergessen, den Kindergarten der Chaos zu zeigen im letzten Part. Weil nachdem wir Cityscape abgeschlossen haben, haben wir uns noch den Chaos-Garten einmal angesehen. Aber sobald wir den Chaos-Garten betreten, müssen wir den Level wieder auch verlassen.
Also, wenn wir den Schaukarten erstmal verlassen, dann geht es wieder weiter mit der Story, weil eine offene World Map gibt es bei diesem Spiel, wie ich ja schon im letzten Part erwähnt habe, nicht mehr. Man springt einfach von einem Level zum nächsten und wir spielen ja in jeder Story mit drei Charakteren. Also, es gibt ja nur zwei Stories mit drei Charakteren. Zum einen mit Sonic haben wir schon die High-Speed Jump'n'Run Stages erlebt und mit Knuckles machen wir wieder die Schatzsucher-Levels und mit Tails, und mit Tails machen wir einen auf Gamma mit seinem umgebauten Tornado. So. Soviel nochmal zur Erklärung. Und ja. Diese Fledermaus-Dame, Rouge the Bat, die hatte jetzt mit Knuckles und. Die möchte jetzt mit Knuckles und dem Master konkurrieren, weil sie behauptet, jedes Juwel der Welt gehört ihr. Ja klar. Sie weiß ja noch nicht mal mit so manchen Juwelen umzugehen. Vor allem ist der Master World wichtig für die Welt. Nicht nur für Angel Island alleine, sondern auch für die ganze Welt sind die Chaos Emeralds, sind die Chaos Emeralds wichtig, aber das kapiert sie eigentlich nicht so wirklich. Eine windige Halle. Oh. Ha! Da sehe ich Wünscht aufsteigen. Stimmt, da können wir mal auf der anderen Seite gucken. Ja, da waren wir auch schon. Meine Fresse, ey. Oh, man. Das habe ich ja gemeint. Das wird nervig. Das wird sowas von nervig, diese Schatzsucher-Levels. Ich hasse sie eigentlich bei den Adventure-Games. Am allermeisten von allen Spielen. Weil man kann sich so lange und so blöd in diesem Level aufhalten, dass... Ah! Naja... Aber wenigstens ist die Musik echt episch, diese ganzen DJ-Soundtracks, die man von Hanet P hinzugefügt hat. So, bewegt den Felsen mit dem eckigen Gesicht. Aha, da gibt's schon mal was. Aber da müsste auch der Radar anzeigen, ob er sich hier ein Emerald in der Nähe befindet. Alter! Oder meint man den? Nein. Hier liegt der Spinskopf. Ja, und? Was soll ich damit machen? Ja. Also der Drill-Tag nützt auch nichts viel. Und du? Ballast mich nicht ab, mein Freund. So. Der ist schon mal down. Ja, sonst weiß ich jetzt nicht, was ich hier tun soll. Wo geht's denn hier weiter, Mann? Ich hab hier nichts. Oh man, ich hasse das. Ich hasse solche Stellen wie die Pest. Aber. Ja. Sowas lässt sich nicht vermeiden. Das gehört nochmal zur Adventure-Reihe dazu. Das Problem ist ja auch, was ich mich jetzt frage, kommt überhaupt auch mal Adventure 3? Weil viele Fans warten schon auf einen offiziellen Adventure 3-Titel, aber bisher gab es noch keine Spur von dem. Also bisher hat man noch gar nichts gehört, noch keinen Teaser, gar nichts. Aber viele vermuten, vor allem ich vermute jetzt, dass es sich hierbei um den, um das dritte Nintendo-exklusive Sonic-Game, auf das wir noch warten. Ah, endlich eine Spur. So, komm langsam näher. Wir müssen irgendwo unten gucken, oder? Nein? Hier irgendwo. Da, auf der Säule wahrscheinlich. Von hier aus. Irgendwie, ja. Nein? Och, komm. So, hier irgendwo. Ich komme langsam näher. Nein? Schon wieder ist das Signal weg. Aha, die Schatztruhe. Nein, der bewegliche Felsen. Ja, komm, jetzt beweg ihn mal. Hol dir endlich den Master Emerald. Komm schon, Knuckles, das kannst du doch viel schneller. Du bist doch so stark wie Herkules. Ernsthaft, wenn der zuschlägt, wächst ja kein Gras mehr. Das wissen wir ja, wie Knuckles extrem stark ist. Der einzige, der wahrscheinlich noch mit seiner Stärke mithalten könnte, wäre Mighty the Armadillo. Der ist auch wirklich extrem stark und hebt tonnenschwere Panzer wie wir gerade mal eine Feder hoch. Die Kisten können wir anscheinend nicht da drin, oder was? Nein? So. Zwischen den roten Säulen. Da soll sich der letzte Mastermind befinden? Ernsthaft? Oder ist es nur ein Hinweis auf den, welchen wir gerade gesammelt haben? Alter Schwede. Es ist echt nicht leicht hier.
Gib mir mal den Tipp für den dritten. Ich hoffe, das ist ein Tipp für den ein hochgelegener Ort. Ja. Hurra! Oh! Anscheinend werden wirklich die Emeralds nur nach der Reihe nach gesammelt und nicht mehr so völlig random, so wie in Sonic Adventure 2. Sonic Adventure 1, wollte ich sagen. Ja, bei den letzten Nintendo-Exklusivtiteln befürchte ich, dass es sich... Können wir jetzt einschätzen, dass es sich hierbei um Adventure 3 handeln könnte, weil nach Sonic Lost World und Mario & Sonic 2014 fehlte immer noch ein einziges Nintendo-exklusiver Sonic-Titel. Der kam ja leider nicht mehr letztes Jahr heraus, beziehungsweise in diesem Jahr, weil ich nehme das ja gerade noch Mitte Dezember auf, diesen einen Part. Und ihr werdet das wahrscheinlich erst einen Monat später dann zu sehen. Da? Habe ich da nicht schon mal geguckt? Ja, egal, wir haben alle. Endlich! Ja, in dem Level habe ich mich extrem lange aufgehalten, ich merk's. Ja. I have to try harder. Ach, ist scheißegal, der Rang. So, wir können nochmal in den Schaugarten, das nächste Emblem uns krallen. Natürlich kann man auch hier wieder um Emblem kämpfen, diesmal auch um die Rangbewertung, weil die wurde ja auch, was ich noch nicht erwähnt habe, zum allerersten Mal in diesem Spiel angeführt. Und, ja, weiß jetzt nicht, was man damit auch freischalten könnte. Müsste mir auch in den Comics schreiben, ob man irgendwas freischaltet, wenn man alle Emblane und überall A-Rang erhalten hat. So. Und jetzt auch mal gucken, wo hier der Kindergarten war. Da geht's zum Shiny Gau, zum Schaugarten. Ich glaube, der hinter den Teleporter. Nein, nicht verlassen. Hä, wo war denn der Kindergarten? Aber vielleicht muss ich erstmal einen Schau dafür ausbrüten. Dann führt eine Treppe hinauf. Okay. Nee, wisst ihr was? Das zeige ich jetzt lieber nicht. Muss nicht sein. Ich habe erklärt, worum es geht. Da kann man nämlich die Chaos aufziehen lassen und auch deren Intelligenz stärken, beziehungsweise, dass sie auch Erwachsener werden oder was auch immer. Keine Ahnung. Okay. Zwischensequenz? Ja. Prison Island. There's no mistake about it. This must be the island. It's a secret military base that is reinforced and super strong. It's called Prison Island. Heard the news about it on satellite TV. I still can't believe that Sonic would destroy the military building or rob the bank. Wait for me, okay, Sonic? I'm on my way. What? Hey, look, it's Amy! And Eggman, too! Uh-oh. What's Amy doing here? Doesn't matter. I have to help Amy because she's in danger. Tornado Transformation! So stand ein Fragezeichen. Auch ein Übersetzungsfail? Ja, aber jetzt sieht man's. Tails Tornado Transformation zum Kampfroboter. Jetzt treten wir nämlich gegen Eggmans Kampfroboter an. Ja, warte erstmal ab. So. Bei diesen, hier können wir natürlich wieder so durchballern, so wie wir es von Gamma kennen. Einfach auf ihn zielen und immer wieder auf ihn ballern. Wenn er stehen bleibt und wenn wir ganz nahe kommen, können wir ihn sogar noch mit einem Nahkampf angreifen. Ich glaube aber, dass das normal bei normalen Gegnern nicht so funktioniert. Und eine Energieanzeige war auch enthalten. Aber bei Nullring, glaube ich, ist man selbst mit noch immer gefühlter Energieanzeige tot. Ich weiß nicht genau. Dazu kommen wir später, wenn wir erstmal ein Level mit Tails spielen. Komplett. This time I'll let you go, but the next time we meet, you won't be so lucky. Wow, Tails, you did it! But what are you doing here on this island? I'm the one who should be asking that question. Don't you know it's dangerous here? I know, but I'm here to save my hero, Sonic. Again? Yeah. Ja, ist wieder mal typisch Amy. Okay,
Finde das Zentrum des Gefängnisses. Jetzt sind wir auf Prison Island. Wir spielen da mit Tails. Also wir können mal mit Tails spielen. So, und wir können natürlich wieder mehrere Ziele auswählen und beballern. Okay, okay. Natürlich gibt Tails da immer Kommentare ab, wenn wir nämlich mehrere Ziele an gleichzeitig attackieren, können wir dadurch auch extra Punkte kassieren. Wir können natürlich alles mögliche beballern. So, jetzt erstmal so ein Spiel, was ich vergessen habe noch zu erwähnen. Keine Ahnung, was das hier jetzt soll. Warum jetzt da nach oben kommen? Warum jetzt das die Plattform hier nach oben bringt? Ach so, nein, danke. Ich brauche nicht noch mehr Tieren pfeifen und ich glaube, ich sollte mal den Schaugarten besuchen, damit ich diese Sachen hier wieder loswerde. Ich wollte nochmal auf das eine letzte Sonic-Spiel hinweisen, also auf das Nintendo-Exklusive, weil, wie wir ja wissen, stehen seit Sonic Lost World drei Sonic Games mit Nintendo unter einem Vertrag. Also Sega und Nintendo stehen für die nächsten drei Sonic Games unter Vertrag und die ersten beiden waren ja schon Lost World und Mario & Sonic 2014. Aber das dritte ist der 2013 noch nicht rausgekommen. Obwohl es auch angekündigt worden wäre, dass es 2013 rauskommt. Die Frage, die uns beschäftigt, welches Sonic Game wird es sein? Und wird es doch noch dieses Jahr rauskommen, also 2014? Und welches wird es wohl sein? Bisher weiß es doch keiner. Keine Trailer und auch kein, Ja, das weiß ich schon. Bisher ist auch kein Trailer darüber bekannt und auch kein... Ja, also noch keine Teaser, gar nichts, aber ich werde auf jeden Fall up to date stehen und gucken, wann jetzt das Spiel angekündigt wird und wenn ein Release-Termin feststeht und es angekündigt worden ist, dann werde ich es natürlich sofort zum GameStop streiten und es mir vorbestellen und dann ich es dann zum Release Let's Playen kann. Sofern ja Sega nichts dagegen hat, weil ich nehme das ja auch hier gerade direkt nach meinem Infovideo auf und wieso komme ich hier nicht weiter? Ich stecke fest, hallo? What the fuck? Ja, hello. Ich kann auf gar nichts zielen, ich kann... Achso, der eine Spast hier ist noch im Weg gewesen. Ah, sorry, habe ich nicht gemerkt. Und die Frage, die sind... Ich hoffe, dass Sega jetzt wirklich nichts dagegen hat, weil ich nehme das jetzt gerade nach meinem Infovideo auf, nachdem ich ja über Sega informiert habe oder generell gegen die Publisher, die was jetzt härter gegen Monetarisierung ab 2014 durchgreifen von den Nintendo, weil die es wieder damit übertreiben. Also ja auch In-Game-Soundtracks claimen trotz Commentary. Ja, schlau Nintendo, weil Nintendo sollte, Commentary sollte eigentlich In-Game-Soundtracks auch überdecken. Nein! Ach, wollte gerade sagen, stürzte hier ab, Mann. Naja. Aber das ist leider nicht immer der Fall gewesen. Nur bei so manchen Nintendo-Titeln hat das geklappt, wie Pokémon oder Mario & Luigi. Da ist bisher nichts geclaimed worden von meinen Let's Plays. Und ich hoffe, dass es auch künftig so bleiben wird. Hier könnten wir nur rüber, wenn wir den Schwebesprung beherrschen. Aber das bekommen wir erst später, dieses Upgrade. Oder vielleicht schon in diesem Level, ich weiß es nicht. Nun ja, fest steht... Ich möchte der Behauptung sein, dass, das nächste große Sonic Game, welches, rauskommen wird... was exklusiv für eine Nintendo-Konsole rauskommen wird... garantiert Adventure 3 sein könnte, obwohl sicher ist man sich nicht, weil so manche geben schon die Hoffnung auf ein Adventure 3 auf, aber ich möchte trotzdem die Hoffnung nicht dazu aufgeben, weil, au, na toll, jetzt haben wir Schaden kassiert. Die Ringe füllen zwar wieder unsere Energie auf, aber wenn wir nur den Drull-Ring getroffen werden, glaube ich, dass wir trotz Energieanzeige doch noch sterben könnten. Nein, eigentlich ist es anders gewesen, weil wenn die Anzeige komplett leer ist, dann sterben wir, selbst wenn wir noch Ringe hätten nach einem Treffer. So war es, glaube ich, gewesen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Sehen wir dann, wenn ich mal fehle, weil ich glaube, fehlen werde ich in diesem Spiel garantiert, weil ich nicht mehr so genau kenne. So, jetzt sehen wir mal alle an. Was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, dass es sich hier bei Adventure 3 handeln könnte, weil... Viele sagen ja, Sonic 2006 wäre das Adventure 3, obwohl diesen Crap könnte ich unmöglich als Adventure 3 betrachten. Aber irgendwie kann auch Sega für dieses Spiel nicht wirklich was, weil Microsoft hat sich dazu genötigt, dass sie das zum Release ihrer Xbox 360 rausbringen werden. Dadurch hatten sie nicht genug Entwicklungszeit, um auch alle Fehler wirklich auszubügeln.
Naja, sie haben es schon versucht zu ausbringen, dass das Spiel überhaupt noch dass das Spiel überhaupt noch schaffbar wäre, aber die Spielbarkeit ist trotzdem scheiße, muss ich sagen. Also hätten sie da mehr Entwicklungszeit gehabt für dieses Spiel, hätte man wirklich dieses Spiel als Adventure 3 betrachten können. Aber ansonsten, nee. Aber schauen wir mal, was die Zukunft noch bringt. Vielleicht wird wirklich ein Adventure 3 rauskommen. Wie ist eure Meinung? Würdet ihr ein Adventure 3 begrüßen? Und wie sollte sich das spielen? So wie in Adventure 2 und 1. Nur dieses Mal ohne die Schatzsucher-Levels wäre mir echt recht. Oder wenn Big wieder am Start wäre, ohne die Angler-Levels, sondern vielmehr so Action-Stages müssen das schon sein. Mit Durchprügeln und was auch immer und Rätseleinlagen, ein paar natürlich, dürfen auch sein. Also mehr schon wie in Sonic Unleashed-Stile, aber nicht ganz so extrem übertrieben. Weil bei Sonic Unleashed hat man es ja wirklich übertrieben mit den Nachtlevels. Das stört, das ist das Einzige, was da stört. Nun ja. So viel mal dazu. Ihr könnt mir eure Meinung dazu in den Kommis mitteilen, wie ihr das sehen werdet, dieses neue Sonic-Spiel. Kommt jetzt hoch, hallo? Da geht schon. Muss nur nah genug dran sein. Wie man den Gegner erwischen soll, weiß ich echt nicht. Was sollte das jetzt? Puh, da wäre ich schon beinahe wieder runtergefallen. Dieser weiße Gegner, der verschwindet immer sofort. Sobald ich ihn anvisiere, teleportiert er sich einfach weg. Ich weiß nicht, muss man so extrem hardcore schnell sein, um den zu erwischen? Bringt er echt was so massig Punkte? Ich weiß nicht, was dieser weiße Flieger bringt. Aber egal. So, mache ich erstmal euch alle down. Ihr könnt mir gar nichts hier Spaß denn. Du auch. So. Mach auf da. Ja, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Bam, 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 bam. Okay. Okay. Tails, kann ich deine Kreditkarte haben? Okay. OMG. Naja, gut. Also diese Tails sind auch nicht so ganz so schlecht. Oder wie findet ihr sie eigentlich? The fuck? Hallo? Ist hier noch jemand, den ich abballern kann? Hallo? Lass mich rein. Ah, du. Ja, Kamera, bleibst du bitte schön... Ah, hab ihn jetzt endlich erwischt, verdammt. Ja, das kann auch nervig sein, wenn man bestimmte Gegner besiegen muss. Wenn man noch immer die Gegner besiegen muss, damit man es überhaupt ans Ziel schafft. Also damit man weiterkommen kann. Alter! Mich noch beballert, dieser Spast. So, tschüss. Und damit geht's auch endlich wieder weiter. Damit können wir endlich ja auch das... Damit haben wir auch wieder das Ende des Levels betreten. Natürlich sind noch einige Gegner übrig, ich hab's gesehen, aber... Was soll's? That was easy. Ja, es war schon leicht. Aber es wird immer schwieriger mit den Tails-Levels, das kann ich euch versprechen. Aber genug damit. Schauen wir mal weiter. Nächster Cutscene und dann nächster Level. Huh? Amy? Keep your voice down. Have no fear. Rose is here. How'd you get here? Well, if you gotta know, I caught a ride with Tails. Are you sure you don't need my help? It looks like you could use it. The reason I'm in here is because of that fake hedgehog. You mean that black hedgehog? Did you see it? Where is it now? If I tell you, will you marry me? No way! I thought I had you this time. That black hedgehog came here with Dr. Eggman. So, Eggman's behind this, huh? What's all that writing on the wall anyway? Did you write that? Wait for me, Sonic! He's such a brat sometimes. Oha, das ist aber eine gemeine Übersetzung. Miststück. Naja, ich glaube nicht, dass man das jetzt direkt übersetzen wollte. Okay, wir machen den Level dann im nächsten Part weiter. Ja, oder ich gehe mal ein Stückchen voran. Überwinden wir erstmal diesen Highspeed-Abschnitt hier ganz schnell. So.
Metal Harbor. Mit der coolen Musik. So, okay. Dann würde ich sagen, an der Stelle geht's dann weiter im nächsten Part. Und falls irgendwelche Upgrades hier noch in dem Taste-Level zu finden gewesen wären, dann tut mir leid, dass ich sie jetzt nicht gefunden hätte. Ich weiß es ja nicht. Und eure Meinung dazu, würde Sega dann wirklich ein Adventure 3 für uns bereithalten als letztes Nintendo-exklusives Spiel? Bevor wieder der Vertrag zu Ende läuft und sie dann wieder für andere Konsolen Sonic-Spiele erschaffen. Also für andere Publisher, unter anderem Sony, Microsoft oder was auch immer. Wie würdet ihr das finden? Also ich würde mich riesig darüber freuen über ein Adventure 3. Und welche Charaktere würden sich da spielen? Ich würde vorschlagen, als spielbare Charaktere würde ich wieder Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Cream, Blaze, Silver, Rouge, Shadow und Omega mir vorstellen. Naja, Big the Cat auch, wenn es geht. Und die Chaotix-Detektive wären auch cool. Das würde ich auf jeden Fall begrüßen, all diese Charaktere. Vielleicht auch wieder Eggman spielbar, wäre auch nicht schlecht. Und wieder meine ganz neue Bedrohung. Aber was für eine Bedrohung würdet ihr denn vorschlagen? Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen oder Vorschläge, wie das doch aussehen soll. Möchte ich gerne mal in den Kommis von euch wissen. So, fürs Erste sage ich danke fürs Gucken. Und wir sehen uns dann bei Part 3. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush Vodifig 89. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know.